Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Euro Truck Stop Mod in der Version 1.20 mittlerweile schon, also die dritte Version. Und wer es nicht kennt, das ist ein Mod, wo die kompletten Autohöfe, also Rastplätze sowie die Firmenhöfe, die Speditionen mit Standmodellen, ich will jetzt nicht sagen überfüllt sind, aber mehr da ist. Und das ist jetzt richtig mega, ne? Also es ist echt cool. Wer die anderen Mod-Vorstellungen schon gesehen hat, die Version 1.0 und die 1.10, sind wir jetzt bei der 1.20 mittlerweile, da sind wir jetzt bei Bella Italia angekommen. Nicht nur Italien, Korsika ist mit dabei, Sardinien ist auch mit dabei und genau. Und übrigens ist auch Marseille und Nice. Ist überarbeitet worden, ging ja bei der letzten Version noch nicht so richtig. Kommen wir jetzt kurz zum Mod an sich. Also ihr seht hier einen Scania-Händler, da stehen auch ein paar Standmodelle rum. Warum mal nicht? Und ich zeige euch das anhand jetzt hier mal von... Ich bin hier in Florenz unterwegs, ich mache es mit der Flycam, da sieht man es alles recht schön. Hier zum Beispiel bei dem Hotel, ne? Das kennt man. Und ihr seht selber, hier stehen einige Standmodelle rum. Ist ein bisschen belebter und sieht auch dann ganz cool aus, wenn man hier schlafen muss, ne? Coole Geschichte. Auch hier bei der Werkstatt stehen LKWs rum. Und hier drüben bei IK Bohak. Hier stehen natürlich keine LKWs rum. Doch hier stehen zwei. Und auf der Rückseite, gucken wir mal, wie es da aussieht. Oh, hier ist Tohu Wabu, sag ich immer so schön. Hier sieht er richtig was los, ne? Hier. Chuck. Also ist auch ein bisschen was los, ne? Und das macht dann natürlich Spaß, wenn hier ein bisschen was geboten ist. Dann fliege ich mal hier raus. Und fliege hier mal auf die Autobahn. Passt mal auf, wo ist er denn, unsere Autobahn? Wo ist er denn? Nee, hier drüben ist er. Da ist er. Das muss ich hier auch mal kurz angucken können, dass er das sieht. Da fliegt ein Hubschrauber. Also hier auch LKWs beim an der Tanke ganz schön zu sehen oder auch hier drüben auch ganz cool oder hier, das ist alles in der Nähe von Florenz und das zieht sich halt wirklich komplett durch über die komplette Italien-Map jetzt hier auch, so wie Road to the Black Sea und der Baltic Sea, die zwei DLCs. Und im nächsten Update ist dann Frankreich dran, ne? Also Vive la France ist dann beim nächsten Update mit dabei. Und da freue ich mich natürlich auch schon drauf, auf das Update. Also hier auch wieder im Hotel, bisschen was los. Hier am Parkplatz. Was haben wir denn hier noch in der Nähe? Da hinten haben wir noch zwei Firmen, da düsen wir noch schnell hin. Einfach mal um zu gucken, ob es was zu gucken gibt. Hier stehen auch ein paar LKWs rum, hier. Und wie sieht es hier drüben aus? Schauen wir mal. Geht's nicht? Ach, hier geht es hinten rum, ne? Hinten rum versteckt. Alles versteckt bei Cargo Truss. Na ja, gut, jetzt ist hier nicht so viel los, aber das ist ja Bockwurst. Doch, hier stehen zwei. Also einfach mal ein bisschen so bei LKWs hingestellt. Und sieht dann dementsprechend ganz cool aus. Also ich finde den Mod echt Bombe. Und es macht immer wieder Laune, hier damit rumzufahren. Ist auch kompatibel mit Road to the Black Sea und Bella Italia Pro Mods in der Version 2.4.5. Ja, Pro Mods für die Version 1.36. Ganz wichtig, ne? Ich teste das jetzt hier auf der 1.37 Beta. Auch vielleicht nochmal zu erwähnen. Ist aber jetzt auch sowieso von Haus aus kompatibel mit der mit dieser Beta-Version, ne? Das vielleicht nochmal so am Rande zu erwähnen. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Parkplatz. Da gucken wir nochmal ganz schnell hin hier. Wo ist er denn? Das ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner, ne? Ne, ist auch ein bisschen was Größeres hier. Also ihr seht, hier stehen mehrere LKWs rum. Es ist im Prinzip auch nichts anderes wie der Company-Mod von Shumi aus dem SCS-Forum. Nur, dass es jetzt hier mehr ist. Also nicht nur, also bei Shumi ist es für die Firmen und hier ist es auch für die LKW, für die Rastplätze, Rasthöfe, Parkplätze generell und Firmengelände, da ist halt mehr los. Ne? Also das, ich sag's mal, so eine kleine Erweiterung. Ne?
Genau. Gut. Habt ihr noch Fragen zu diesem Mod, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem coolen Mod. Macht mega Laune. Und ansonsten wie immer bei Fragen einfach kommentieren. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.